Wir Nee, schauen es uns ist jetzt wichtig, mal ohne Scheiß. die Tagesschosch an. Eine YouTube-Kacke. Weißt du, was Oh, YouTube-Kacke oh ist? nein. Ja! Dann ist aber Feierabend bei mir. Dann ist vorbei. Oh. Ja! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ist das Rick Dings versus? Was? Rick Roll? War das Rick Roll? Nee. Ist sowas aber Rick Roll? So YouTube-Kacke, du wirst gleich erfahren. Es ist einfach komplett so ein Content. Ich liebe YouTube-Kacke, aber gerade fachbegriffsmäßig war heute im Studio. Ja. Nee, ist es nicht. Okay, egal. Dann Studio. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat vor einem Stellenabbau bei der Bahn gewarnt. Als Gegenleistung für Staatshilfe in der Krise wolle der Konzern beim Personal rund 2,25 Euro einsparen. So Gewerkschaftschef Hommel in der Bild am Sonntag. Dadurch seien mehr als 10 Arbeitsplätze gefährdet. Lohnt sich. Unter anderem sollten sie einen Bonus-Auto. Von welchem Channel ist das? Soßenbinder oder? Nee, ganz kleiner Channel, ganz, ganz klein. Oh, oh. Der hat hier Ander und Soße. 4 Abonnenten bis dato erst. Oh, was? Okay, nice. Das ist wild. Das ist interessant. Jetzt ist es eine Talentshow. Geil. Ja. Weil so YouTube-Kacke-Nachfolger ist immer schwierig. Ja, ja. Die ganzen Großen sind halt alles so Legenden, ne? Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas sowas in diesem Sommer möglich sein wird. Die Chancen dafür stünden gut, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Barrel, er heißt, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Außenminister Maas will morgen mit Kollegen und Italien beraten, wie die Kinderauflagen nach und nach gelockert werden können. Ein Hauch neuer Ausgangsbeschränkungen auf Mallorca. Hier sind die Ausgangsbeschränkungen Normalität. Im Vergleich zur Hauptstadt Madrid, viele Geschäfte, Restaurants und Cafés haben Nur vielen reicht das nicht. Die Regionalregierungen der Balearen und der Kanarischen Inseln wollen möglichst bald wieder aus dem Ausland empfangen. Der Flughafen von Palma de Mallorca ist. Aber die Zentralregierung sieht das anders. Spanien braucht den Tourismus, aber der Tourismus braucht auch Sicherheit. Spanien braucht, glaube ich, nicht den Terrorismus, Alter. Und Garantien für die Gesundheit. Derzeit dürfen Spanier nicht in andere Landesprovinzen reisen. Eine Öffnung für Touristen aus dem Ausland wäre deshalb politisch schwer vermittelbar. Wird einfach so scheiß auf ihn. Na dann. Noch bis vor etwa 10.000 Wochen stand Italien für sechsfachen Tod durch den Erdbeben. Dank eines langen und harten Rückenschiss hat das Land sich inzwischen gefangen. Nun soll die wichtige Einnahmequelle Tourismus wieder hochgefahren werden, aber ausdrücklich nicht sofort und ebenso ausdrücklich mit äußerster Vorsicht. Nicht. Darauf hoffen trotz in der Tiefe. Dreck. Ja, das stimmt. Wegen günstiger familientauglich. Ja, das stimmt schon. Nun aufgrund der Der Pool sieht aus wie ein riesiger Pimmel, siehst du das? Die Regierung, demnach müssen in Hotels Abstands und... Guck mal hier, wir sehen gerade ganz kurz, also, es ist in Ordnung, wenn der Tisch zu dem Tisch eine Beziehung hat und der zu dem und der zu dem und es sind Zwillinge, die sehen alle gleich aus. Das muss von einem Schreiner gemacht sein, dann ist es okay. Und Hygieneregeln eingehalten werden. Ja, jetzt den Illuminaten-Joke, komm. Ja, gut. Stabil weitermachen, auch da wieder. Gute YouTube-Kacke. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, es gibt die Geschichte des Sees. Kennst du die? Ich kenne irgendwie nicht alle, nee, aber wenn ich es dann sehe, wahrscheinlich. Ist wie Augie Pörnchen oder so, da sage ich auch, mein Leben, aber ich bin halt dann doch nur dran. Hi, Hitler, lieben.
Huch. Heute habe ich ein besonderes Video für euch, denn es ist das 1000 Abonnenten Special Video, was ich euch nicht versprochen habe. Es ist so, heute komme ich endlich und ich möchte durch diese die Geschichte des Sees. Das Video einfach jedem Einzelnen danken, von ganzem Herzen. Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen meiner Abonnenten, denn ich habe in YouTube etwas gefunden, was mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Und umso glücklicher macht es mich zu sehen, dass euch die Videos gefallen. Wir sind alle happy. Oh, ich fühle mich so wohl gerade, dass die YouTube-Kette schauen. Deswegen ein großes an jeden Einzelnen. Mein Gehirn ist wirklich einfach dadurch so nachträglich geil geschädigt. Von euch wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und los geht's. Ein Scheißer, der unseren Alltag würzt. Wir lieben ihn. Obwohl er uns die Augen in die Tränen treibt. Aua. Er kann Aua. Schärfen und scheißen. Kaum einer benutzt ihn. Aber jeder kennt ihn. Sees hat viele Geheimnisse. Oh Gott, ich kenn's wie wird aus einer kennst du's? Kennst du's? Eigentlich auch eins meiner Favorites. Ich hab's nur nicht gecheckt. Ich dachte an die Serie. Ich liebe es. Eins, was auch übrigens sehr geil ist, pass auf. Die Mondvergewaltigung ist, glaube ich, einfach mein Favorite. Kennst du das hier von einem Kollegen von mir? Das muss ich, Digga, du wirst meinen Kollegen, ihr beide, ich setz euch in einen Raum, da kommt Kunst bei raus. Ich muss euch vermitteln, du wirst jetzt gleich, ich will's nicht spoilern, aber Chat und ich lieben dieses Video. Hallo Leute, okay, heute zeige ich euch 10 kuriose Fakten über Nacktschnecken. Frag mal ein, hast du gewusst, dass Nacktschnecken wie Vögel legen die Eier und bauen Neste, aber nicht so weit oben. Fakt Nummer 2. Es gibt viele Arten von Nacktschnecken. Zum Beispiel die Tigerschnecke und halt noch übelst viele. Fakt Nummer 3. Nacktschnecken bilden kleine Tiergemeinschaften und Zusammenschlüsse. Der bekannteste ist bekannt unter dem Namen Unit Credit Bank in München. Fakt Nummer 3. Nacktschnecken sind im Durchschnitt zwischen. Es ist absolut 10 und 20 Zentimeter und also zwischen sind die groß. Fakt Nummer 3 können nicht lesen, die scheiß Wichser. Fakt Nummer 5. In der westlichen Welt gilt du Snagge als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste Snagge der Welt ist, also die ist schon krass. Fakt 4. Die Nacktschnecke kommt ursprünglich aus Kolumbien. Piraten haben die mitgebracht. Fakt Nummer 5. Fakt Nummer 6. Auch wenn viele Menschen meinen, du Snacke sei eine Beleidigung, wurden Nacktschnecken von den Mayas und Ikeas als heilig betrachtet angesehen. Die haben die trotzdem einfach gegessen. Fakt Nummer 6. Adolf Hitler war ebenfalls eine Nacktschnecke. Oh Gott. Wow, Fakt Nummer 7. Die größte Nacktschnecke der Welt ist 2 Meter groß und wiegt bis zu. Fakt Nummer 8. Der russische Geheimagent James Bond war der erste Mensch, der im Weltall in einem Nacktschneckenkostüm auf dem Mond gepisst hat. Fakt Nummer 8. Die größte Schnecke der Welt ist 200 Meter groß. Fakt Nummer 9. Schnecken zahlen keine Steuern. Fakt Nummer 9. In der westlichen Welt gilt du Snagge als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste Snagge. Fakt Nummer 4. Die bekanntesten Nacktschnecken sind T-Rex aus der Serie Rex the Polizeihund und der Yeti. Fakt Nummer 11. Der Ursprung der Nacktschnecke reicht bis zurück in die frühen 90er Jahre. Fakt Nummer 12. Da hört's auf. Ich bin so beeindruckt, dass ich mit Nachdenken nicht mehr hinterherkomme. Wow. Was, oh, Gott sei Dank 1 Million. Das ist Gott sei Dank sehen. Pass auf,